Diese Truppen, kann das denn sein? Hallo, zweiter Aufnahmeblock. Es ist jetzt 8.30 Uhr morgens. Wann auch immer ich dieses Video aufgenommen habe, ich werde es ja sowieso eine ganze Weile später hochladen. Und ich dachte, ich nehme noch ein bisschen was auf. Wir müssen offensichtlich wieder gegen Green Orange, wollte ich sagen, Green Earth antreten. Tami kommt mir nicht in die Tüte. Wir nehmen, konzentrieren uns mal wieder auf Max. Auf ins Getümmel. Mission 8, Tamis Debüt mit Max. Oh, ich hasse diese Mission. Ich glaube, ich habe diesen schon mal gesehen. Kannst du dich an sie erinnern? Ja. Das sind die Truppen von Green Earth. Ich hörte, dass sie hier eine unabhängige Gruppe herumtreibt. Das sind sie. Sie sollen sehr hart sein, besonders in ihrer Luftwaffe. Großartig. ETF, Tami, habt ihr euch sehr gut vorbereitet. Aber woher hast du diese Informationen, Andy? Ich habe sie mal getroffen und... Hey, du hast sie doch geschafft. Das ist sehr beeindruckend, Andy. Auch wenn ETF geholfen hat, das ist eine hervorragende Leistung. Es ist Zeit, ihr Hübschen. Los geht's. Das Problem ist nicht... nicht die Stärke von ihm. Das Problem ist, dass wir relativ wenig Truppen haben, wie ihr seht. Und dazu Kampfnebel. Wenn wir uns jetzt hier also vorwärts bewegen und hier alles vor der Wäldern steckt, dann wird er das ausnutzen, wovor wir bei Kid gewarnt wurden. Eben, dass wir uns selbst abschießen, weil wir in seine Falle laufen. Jetzt gucken wir erstmal, wie weit reicht das? Klar, reicht nicht so weit. Einmal bumm. Das Problem ist, er hat hier überall Truppen versteckt. Das ist richtig, richtig ätzend. So, einmal da bitte rein. Einmal da bitte rein. Und er hat ja auch überall diese Abfangjäger. Und wenn er seine Gabe einsetzt, ist er auch noch zweimal dran. Oh ja, mein Leben kann Spaß machen. Ich habe keinen Speer. Ich habe nicht mal einen verkackten Speer. Es ist so ätzend. Ah, genau das wollte ich nämlich eigentlich nicht. Jetzt habe ich nämlich den... Ups, habe ich da schon jemanden drin? Nö. Jetzt habe ich da nämlich den Transport-Heli ungeschützt stehen lassen. Wenn der jetzt da mit einer... mit dem hier kommt, mit so einem Jäger, dann habe ich ein Problem. Ich kann den da durch und dann hier hochfahren lassen. Das war eigentlich unsinnig. Dich stehe ich erstmal dahin. Dich dahin, solange ich nicht weiß, wo es lang gehen soll mit dir. Und du kannst zu Fuß hinterherlaufen. Da ich glaube, er mit seinen... Ich habe keine Ahnung, was ich glauben soll. Der Typ ist scheiße, ganz einfach. Die Mission ist auch scheiße und überhaupt ist alles scheiße. So, ich hoffe mal, dass die im Wald auch versteckt sind. Weil ich werde den Wald jetzt so gut es geht gegen ihn nutzen. Es kann auch sein, dass jetzt schon verloren ist. Das Stern kostet uns da endlich Truppen. Dieses Mal schlägt mich kein Andy oder sonst jemand seines Schlages. Ich zerschmettere sie mit einem Hieb. Ja, zwei, drei. Vier. Ja, damit haben wir die Mission quasi schon verloren, weil er hat mir den Kampfpanzer abgenommen. Und damit habe ich nicht gerechnet. Der kommt da niemals hoch. Das heißt, das ist auch schon mal scheiße. Scheiße, was mache ich denn jetzt gegen den blöden Bomber? Der wird in der nächsten Runde den oder den zerlegen. Wie soll man das bloß schaffen? Ich verstehe es nicht. Na, toll. Wartet mal. Scheiße, er kann sich nicht verstecken. Und wie gesagt, dieser Kriegsnebel, der normale Kriegsnebel, der gilt nicht für die Gegner. Oh, Himmel. Wir gucken einfach mal, wie weit wir jetzt noch kommen. Ich verstecke jetzt erstmal alles im Wald. Obwohl ich den Panzer da oben gerne noch loswerden würde, aber... Der kommt so weit. Ich weiß, ich komme mit dem Missile nicht weg. Und da sie gleich das einzige Angriffsziel sein wird, wird er sie natürlich auseinandernehmen. Scheiße.
Kann hoffen, dass er da unten in Sicherheit ist. Ansonsten steht fast alles im Wald. Machen wir mal den hier platt. In der Hoffnung, dass er meine beiden Jets so nicht sieht. Natürlich sieht er ihn! Natürlich sieht er ihn! Natürlich sieht er ihn! Ich hasse es, ich hasse es. Das ist so ätzend, dass er durch den Wald durchsehen kann. Jetzt soll mir mal jemand erklären, warum. Es ist Orange Star Gebiet. Ja, Transport-Heli im Arsch. Dankeschön, so macht's Leben Spaß. Ah, den hat beide Helis zerlegt, ey. Dankeschön. Nur den Bomber hat er aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht eingesetzt. Ach ja, mein Leben ist so schön. Oh Mann, ist das peinlich. Und ich hasse es einfach, dass er durch den Wald gucken kann. Es kann sein, dass Wälder keine Flugzeuge schützen, und trotzdem ist es ätzend. Es ist einfach ätzend. Aber ich will mich ja nicht die ganze Zeit beklagen, weil es ist ja alles total fair hier. Ja. Boah, man kriegt seine Gabe auch so. Der ist schnell voll. Das ist das Problem, wird jetzt ein nach dem anderen zerlegen. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt. Ja. Sehr schön, ich bin rangekommen. So, der ist aus dem Spiel. So, wir belagern weiterhin brav die Wälder. Auch wenn sie nicht so viel bringen. Wie wir gemerkt haben, kann ich ja, mal gucken, er hat bestimmt, das waren bestimmt nicht seine ganzen Truppen. Aber es sind alle, die er bewegen möchte. Naja, gut. Bringen wir den mal wieder auf Touren. Den stellen wir mal daneben, damit er nicht irgendwann abstürzt. Ah, shit. Ich werde das bereuen, weil jetzt hat er den nämlich im Blick und hier ist bestimmt noch ein Bomber. So, es waren wieder alle Truppen. Mal sehen, was jetzt passiert. Ah! Panzer! Oh, das Ding ist so nutzlos bei beim Max. Es ist so und so und schrecklich. So, ich werde mal versuchen, ein paar Truppen einzunehmen. Truppen einzunehmen, also hier Basen. Tja. Seine Gabe gleich schon wieder voll. Das ist so, so schlimm. Ah, es dürfte mir eigentlich nichts passieren. Dürfte, müsste, könnte, hätte, wenn. Gut, er will sich weiterhin nicht bewegen. Und wir tasten uns weiter vorwärts. So, das ist besetzt. Ich hoffe, er hat hier keine Fangjäger mehr. Freddy Firefox muss sich doch sonst in die Hand lachen, weil der weiß doch bestimmt auswendig, was hier alles rumdüst. So, ich würde die beiden gerne austauschen. Jetzt melde ich erstmal da rein. Und du erholst dich da erstmal. Aber ich kann jedes Soldat die Leine gebrauchen. Was ist mein Jäger? Da. Gut. Der Wald ist soweit sicher.
Oh, vielleicht hat bald keinen Treibstoff mehr. Puh, auch nicht? Na, toll. So, mal gucken, ob ich mich vielleicht ein bisschen rauslocken kann. Nö. Ich gehe jetzt einfach mal auf Risiko. Okay, die ganzen Wälder sind leer. So, bis wohin kam das Ding? Bis da. Dann stellen wir den da hin. Den da rein. Hat auch bald keinen Treibstoff mehr. Dich dahin und den dazwischen. Dann kann er die beiden mal nächste Runde versorgen. Der wird repariert. Und hoffen wir, dass er keinen Jet hat. Ein Heli! Autsch! Da ist auch nichts. So, der und der ist voll. Ich glaube, ich setze dich hier mal ab. Dann kannst du ein bisschen einnehmen. So, die sollen versorgt werden. Der und der werden versorgt. Den verstecke ich hier. Den da unten. Und dann hoffen wir mal. Ah, Bomber! I fucking hate Bombers. Immer noch nicht alle. Es waren immer noch nicht alle. Aber der Wald ist auch leer. Was hatte denn bitte noch? So, das auch zurückfahren. Er stellt sich da gleich auf die Stadt. Achso, müsste der nicht in der Stadt auch versorgt werden? Nicht, dass er mir da... Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5. Passt ja perfekt. Blitzschlag. Nachdem er nichts bewegt hat. Dankeschön. Ja, so kann man es natürlich auch ausnutzen. Oder verschwenden. So, weiter kommt er nämlich nicht. Jetzt hat er nämlich kein Benzin mehr. Ist nicht weiter schlimm. So, ich habe die Wälder abgecheckt. Ich habe die Wälder abgecheckt. Wo ist denn bloß der letzte von den Kerlen? Ich verstehe es nicht. Irgendwo muss sich doch noch einer versteckt haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Transport-Heli oder sonst irgendwas. Oh, mein Jet. Don't understand how where it is. Also du Whopper. Whopper, Ganglob-Style. So, du wartest da, bist jetzt nächste Runde aufgefrischt. Kann es langsam vorwärts. Ich stell den mal hier als Köder hin. Das kann doch nicht sein, dass er da nichts hat. Der muss doch da. Wo ist denn seine letzte Einheit? Ich komm nicht in den Wald von da aus. Ich habe mich Angst, dass er mein Männchen zerbombt. Naja. Blockieren wir hier mal ein bisschen. Ich lock den da jetzt. Ah! Gott, hab ich mich erschrocken! Himmel! Das muss sein letzter Panzer sein. Au! So, mal folgen. Stellen wir da jetzt einfach in den Weg, dann haben wir es geschafft.
Jupp. Nicht schön, aber gewonnen. On das first try. Ich, Igel, habe wieder verloren. Tja, sieht ganz so aus. Du bist der Co. von Orange Star. Wo ist Andy? Andy, boah, ich bin Max, der das Beste, was Orange Star zu bieten hat. Ich hörte von einem K.O. so stark wie ein Ochs, aber etwas eindimensional. Wer hätte gedacht, ich würde gegen ihn verlieren? Was? Was sagst du da? Ich glaube, du bist noch nicht bereit für den Kampf. Wer bist du? Ich heiße Tami, auch ich bin ein K.O. von Orange Star. Und das ist ATF, unser strategischer Berater. Max ist vielleicht eindimensional, aber das ist überhaupt kein Problem. Moment mal, was soll das heißen, eindimensional? Dein Fernangriff ist katastrophal. Dein Fehler war, ATF zu unterschätzen. Du musst deine Grundausbildung von vorn beginnen. Ein Berater ist es jemand, der uns, der Order an Offiziere im Kampf ausgibt? Wie auch immer, Tami, ATF. Ja? Ich möchte mich für mein ungebührliches Benehmen entschuldigen. Gut. Ich schwöre bei meiner Glücksbrille, mich beim nächsten Mal zu bessern. Ich werde euch nun verlassen. Leb wohl. Halt, einen Moment mal. Keiner Dialog. Er scheint mir eigentlich ganz in Ordnung zu sein, trotz allem. Trotz der Soldaten, die er abgeknallt hat und so. Ja, Kraft hoch, klar. Und Rang B ist es klar, dass wir Kraft hoch haben, weil er eben sehr stark ist und wir alles zerbomben können. Er hat es am Anfang gleich zwei wichtige Einheiten zerschossen, aber gut. Immerhin haben wir es gewonnen. Noch bestehende Daten überschreiben? Ja. Oh nein! Nein, 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 nein! Ah, ich hasse den. Tschüss.